So, ihr wundervollen Menschen, ich grüße ganz herzlich zu einem recht bullischen Tag für unsere Kryptogemeinde. Das sieht gut aus, denn es ist Folgendes passiert. Wir sind im Leitzins bei den angepriesenen Prognosen geblieben. Hier haben wir es. Ich habe hier einfach investing.com einmal hochgeladen bzw. geöffnet. Hier sehen wir Zinsentscheidung 1%. Das war die Prognose, wurde auch getroffen. Das heißt, wir haben hier eine deutliche Anhebung, aber das würde ja bedeuten, dass der US-Dollar stärker geworden ist. Warum steigt dann Bitcoin und Co.? Und wie gesagt, ich will keine Fremdwerbung machen hier, aber wenn mir auf Instagram folgt, wir haben eine ganz, ganz wichtige Thematik besprochen, nämlich der Markt handelt die Zukunft. Und wer sich so ein bisschen quasi auch damit auseinandergesetzt hat, was jetzt so in den Märkten abgeht und so ein bisschen die starken Bewegungen gelesen hat, der hat gesehen, dass ganz, ganz viel Hoffnung eingepriesen wurde, dass der US-Dollar noch stärker aufgewertet wird. Ja? Teilweise waren Analystenmeinungen sogar so weit, dass sie davon ausgegangen sind, dass der US-Dollar am Jahresende bei knapp 2,9% wieder letztendlich liegen sollte und entsprechend viel schnellere, viel größere Schritte andeutet. Es wurde heute die Prognose getroffen, das passt. Das FOMC-Statement ist immer das, was dann letztendlich noch so diese Nuance bringt, quasi die Prise Salz dann noch drauf wirft, weil das Wording von der Fed sehr, sehr spannend ist, wie nämlich die weitere Zinspolitik aussieht. Nicht nur die Entscheidung an sich, sondern welche Entscheidungen in den Raum gestellt werden. Das ist das, was den Markt tatsächlich kitzelt und bewegt, was dazu führt, dass der Markt letztendlich dann seine Bewegungen zeigt beziehungsweise entsprechend dann auch wieder die Zukunft handelt. Und das ist entsprechend auch wieder passiert. Das heißt, wir haben hier, das FOMC-Statement ist mir noch nicht zu Ohren oder zu Augen gekommen. Trotzdem sehen wir jetzt schon einen ganz eindeutig, anscheinend ist der Kurs, den letztendlich die Fed mit dem US-Dollar fahren möchte, noch nicht so stark, also beziehungsweise noch nicht so groß, dass wir letztendlich erstmal ein deutliches Aufatmen sehen. Und das freut Krypto. Wir sehen der Bitcoin gerade über 5% im Profit, sehen auch hier allgemein einige der Altcoins, Tron ist sogar 12% im Profit, kommt an seinen Tageshöhepunkt wieder an. Also wir sind hier schon kräftig unterwegs und das sieht sehr, sehr gut aus. Und da sehen wir, die Erwartung war quasi deutlich stärker für den US-Dollar. Wenn wir uns das anschauen, Bitcoin hat jetzt hier sein Retail-Pattern erstmal gebrochen, ist durch diesen dynamischen Widerstand nach oben gebrochen und jetzt werden wir möglicherweise hier an der 40.400 Dollar Marke dann unsere erste Reaktion bekommen. Punkt 1, hier haben wir unser vorheriges Hoch. Das heißt, darüber wird sich jetzt in den ganzen Short-Moves die Liquidität der zum Beispiel Future-Shorts anlagern. Würde bedeuten, wir würden hier drüber die Liquidität vielleicht etwas abgreifen und dann entsprechend erstmal wieder in eine kleine Korrekturphase gehen. Trotzdem kann sich auch hier jetzt ein kleiner Turnaround andeuten, weil zumindest aktuell dieser Ton oder diese Aggressivität erstmal herausgenommen wurde. Das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen für eine deutliche Erholung, für eine deutliche, deutliche Erholung. Entsprechend auf 4 Stunden sehen wir hier oben kleines Turnaround-Potenzial, aber entsprechend trotzdem auch hier haben wir durchaus eher bullisches Potenzial für diese Bewegung nach oben. Also deutlich, deutlich Platz ist definitiv noch gegeben. Wir haben uns jetzt hier unten gerade aus diesem Tief herausgekämpft, hier ebenfalls schon passiert, übergeordnet natürlich immer noch in einer Seitwärtsbewegung, kommen jetzt sogar wieder an diesen Trendkanal, an diese Grenze, die wir jetzt möglicherweise wieder mit dieser Konsolidierung nach unten wieder verlassen haben, dann entsprechend zurück in diese Zone. Dadurch würden wir kleines Potenzial bekommen, uns zumindest kurzfristig zu stabilisieren. Also hier von einem deutlichen Befreiungsschlag zu sprechen, das halte ich jetzt erstmal ein bisschen für mutig, weil der Kurs jetzt nicht direkt stark gezogen wird, heißt ja nicht, dass er gar nicht gezogen wird, sondern wir müssen jetzt halt erstmal wieder makroökonomisch schauen, wie wirkt sich die Zinserhöhung jetzt auf die Inflation auf. Das heißt, wir müssen erstmal nächsten Monat gucken, wie sieht es mit der Inflation aus, wie kann da letztendlich jetzt die Zinsanhebung dagegen steuern, kann sie vieles letztendlich dann dagegen steuern, dann werden wir höchstwahrscheinlich sehen, dass es Bitcoin deutlich besser geht, weil dann wird die Zinspolitik ein bisschen passiver gefahren. Sehen wir, dass die Inflation deutlich weiter nach oben geht, dann muss der Zinssatz schneller angepasst werden, höher angepasst werden, was letztendlich diesen Bullen-Move dann relativ schnell auch unterbricht. Also was sind jetzt die nächsten Kursmarken, die für uns spannend sind? Die erste Kursmarke definitiv hier so 40.600, 40.900 Dollar, definitiv. Werden wir Tiefs sehen, weitere Tiefs vorerst erstmal nicht. Wir haben hier anscheinend bei der 37.3 unseren Boden gefunden und jetzt diesen Turnaround solide hingelegt.
Das heißt, ein großes neues Tief würden wir jetzt nicht erwarten. Entsprechende Stabilität hier bei den 39K ist durch dieses mögliche Konterlevel, was sich gebildet hat, deutlich gegeben. Auf Wochenbasis haben wir eine schöne Erholung, haben jetzt hier weiterhin oberhalb des EMA 100 ist es, sorry, auf Wochenbasis die Stabilität gezeigt. Wir sehen, der Markt ist dadurch immer noch sehr, sehr schön in einem Aufwärtstrend. Mittelfristig und langfristig sieht das Ganze immer noch intakt aus. Trotzdem, auch hier wird sich jetzt entscheiden, wie nachhaltig ist dieser Move. Aktuell ist er noch da, müssen gleich mal schauen, wie das FOMC-Statement dann wirklich aussieht. Und wenn wir sehen, dass es eigentlich immer noch relativ hawkisch, nur diese ersten ganz, ganz strengen Töne wurden ausgeschlagen, dann würden wir quasi so eine kleine Erholung mit dem neuen Abverkauf dann sehen. Dann würden wir quasi so eine Struktur erwarten. Werden wir aber da so Töne hören, die das Ganze etwas passiver gestalten, dann ist diese Idee mit dem Retail-Stop-Fischen dann überhalb der 44K durchaus realistisch. Heißt also, wir warten jetzt erstmal heute ab, schauen uns morgen an, wie der Markt darauf reagiert hat und was eingespeist ist. Morgen sind dann die neuen Setups wieder aktiv. Wir springen gerade über die 40K. In diesem Sinne wünsche ich erstmal einen schönen Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.